Ja, und da sind wir ja schon bei der letzten finalen Mission von Hitman, Codename 40. Backup, I need backup! Ich vergaß. Weapon, watch out! Weapon, watch out! Das ist gruselig. Warum lächeln die alle? The return of the prodigal son. Now this calls for a celebration. Here's Daddy. Welcome home. Oh. I gave you the best start in life. Perfect genes. You are a perfect diamond. Guten Tag. Bei dem Level gibt's ja nur Hop oder Flop. Ich will ja nichts sagen, aber fuck. Und da noch mal einer? Ah, verdammt. Aber so schwer ist die eigentlich nicht. Ja, wo kommt denn der nächste? Okay, so leicht ist es dann doch nicht. Du hast ihn jetzt danach reingeschmissen. Nervt nicht. Was zur Hölle? Warum hatten die jetzt so lange gebraucht? Ich hab die vorher geladen. Ich habe die vorher geladen gehabt. Was ist daran so scheiße schwer? Mann! Warum funktioniert das Ding schon wieder nicht? It's such a comfort to see you working so perfectly. I knew I was on the right track. I will close this chapter. Hä, wo ist denn der jetzt hin? You have problems with subordination. We can't have that, can we? Como? Hä, von wo denn? Die hat nicht funktioniert. Wo ist eigentlich meine Kepler hin? Das Ding funktioniert schon wieder nicht. Das war knapp. 5. Taking research went into this project. I had a clear vision of it, but you're looking at it. I have to shed new light
erase all previous scientific knowledge in this field. I was setting new standards, don't you understand? Endlich hält er die Klappe. Der Grund, warum ich die ganze Zeit runterzähle, ist, es sind 10 Klonen, die ich töten muss. Zehn. Ich versuche nur gerade herauszufinden, wo ich jetzt gleich lang gehen muss. Okay. Oh. Ja, das macht's natürlich einfacher. Da lang bitte. Dann haben wir es ja gleich geschafft. Oh. Das kann mir... Das fehlt mir jetzt noch. You have proved to be my favorite son. I am so proud of you. Stay where you are! You... I should have known. I didn't even recognize my own son. You broke my heart, my son. Ich glaube, ich habe dir den Kopf gebrochen. Ich habe dir einen Headshot verpasst. Bullet proof vest when death strikes from within. Ja, wir haben Hitman Codename 47 nach 2 Jahren endlich geschafft.
Ein schönes Spiel, ein Scheißspiel. Oh, es ist halt wirklich anstrengend. Gerade weil es ein altes Spiel ist und ich es auf einem relativ modernen Rechner spiele, ist das auch nochmal alles ein bisschen anstrengender. Weil unsere neuen Computer, die sind halt von der Reaktion so schnell und die alten nicht. Gerade jetzt auch noch, denn zum Schluss immer die Probleme mit meiner Maus. Da weiß ich wirklich nie, woran das liegt. Mir das Ding steckt richtig drin, naja. Aber zurück zum Spiel. Ich mochte es tatsächlich. Es ist ein super Spiel. Aber wie gesagt, es ist auch ein Scheißspiel. Es ist scheiße anstrengend. Es ist halt nicht zu vermeiden, dass man den ein oder anderen Ausraster hat. Jasper Kidd, genau. David Bateson, Hitman Voice. Tatsächlich hat er auch wirklich die ganzen Jahre durchgezogen, Hitman seine Stimme zu verleihen. Und er hat ja auch mal in einem Interview scherzhaft gesagt, er würde auch, wenn ein neuer Hitman-Film rauskommen würde, er würde auch den Schauspieler einfach übersprechen, damit es für die Fans angenehmer ist, sich mit diesem Hitman zu identifizieren. Wir wissen alle, die Hitman-Filme sind scheiße. Da gibt's nichts zu sagen, aber im Gegensatz zu dem Spiel sind die halt auch wirklich nie unterhaltsam. Das Spiel ist unterhaltsam. Und zwar auf seine Art und Weise. Ich meine, später kommen halt mehr Puns und wörtliche Schlagabtäusche dazu. Hier war es ja eher weniger der Fall. Hier war es halt wirklich nur stupider. Bring jeden um, den wir haben. Aber gerade auch, was dieses stupide umbringt. Das Level, wo du die meisten Methoden hattest, das Ziel umzubringen, war das Li Hong-Attentat. Mein absolutes Hass- und Lieblingslevel aus diesem Teil. Du hast Dingens hier mit der Klavierseite umbringen und du kannst ihn, na, vergiften konntest du ihn nicht, außer du hast vorher, doch, du konntest ihn vergiften, wenn du vorher sein Bimbo da umgebracht hast. Und ansonsten, don't call us, we are on vacation. Hatte ich auch nicht vor, ich glaube, das Spiel ist eingefroren. Das Spiel ist eingefroren. Ach nein, ich muss es manuell beenden. Okay. Gut, dann, ja. Was ist das mit Hitman? Ich finde es immer noch cool, dass er die Worte WA 2000 in der Hand hat, die auch James Bond in... The Living Daylights, wie heißt, ich glaube Hauch des Todes hieß es im Deutschen, benutzt hat am Anfang. Dann sehen wir uns ja bald wieder mit Hitman 2 Silent Assassin.